Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, wir versuchen es nochmal mit dem Mikro. Der Techniker ist informiert, war heute früh auch da, hat gesagt, es funktioniert alles einwandfrei. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, also sorry, dass der Ton gestern immer so desaströs war, zumindest am Anfang, bis wir gewechselt haben hier aufs Pultmikro. Die Aufzeichnung ist deswegen so ein bisschen schwierig zu verfolgen, wenn man das online macht oder dann nachschaut auf YouTube. Leider ist es so, aber wir schauen mal, ja, ob es klappt heute. Wie ist denn jetzt der Ton online für die, die online sind? Morgen. Können Sie es einigermaßen verstehen oder halt es zu sehr? Dann würde ich noch mal versuchen hier die Lautstärke so weit runterzudrehen, dass Sie es vernünftig mitbekommen. Wenn Sie mir da kurz im Chat Rückmeldung geben würden, wäre das super. Damit das auch passt. Ja. Nochmal. Passt? Alles gut. Super. Wenn alles gut ist, dann starten wir durch. Wir waren gestern stehen geblieben beim Leistungsstörungsrecht. Und zwar bei der Struktur des Leistungsstörungsrechts und haben uns mit Schadensersatzstand und Nebenderleistung befasst. Ich habe auch schon gehört, dass es Diskussionen in der Cafeteria gab, was jetzt Schadensersatzstand und Nebenderleistung ist. Also wenn Sie es noch nicht ganz ausdifferenziert können bisher, ist kein Problem. Ja, wir machen das alles noch vertieft. Also das ist sicherlich eine der schwierigsten Problematiken, die man erstmal verstehen muss, Schadensersatzstand und Nebenderleistung, die genaue Abgrenzung und dass es so umstritten ist, das sehen Sie ja auch. Das zeigt auch, dass auch die Wissenschaft sich teilweise damit nicht so leicht tut. Und es gibt Argumente für das eine und das andere. Wir werden es noch detailliert uns damit befassen. Was für Sie jetzt erstmal wichtig ist, ist sozusagen die Vogelperspektive, die wir hier nochmal an der Wand haben, dass Sie verstehen, was ist sozusagen die Systematik, was für Kategorien, was für Schubladen von Schadensersatzbestimmungen, was für Schubladen von anderen Rechtsbehelfen, Aufwendungsersatz, Rücktritt gibt es denn überhaupt und wie unterscheiden die sich von den Voraussetzungen im Einzelnen, damit wir darauf aufbauen können und dann weitergehen können mit der Frage, wie grenzen wir jetzt im Einzelnen nach? Also die problematischen Dinge machen wir erst dann, wenn wir tatsächlich das Grundsystem mal verstanden haben. Also das ist das Wichtige, dass wir jetzt erstmal verstehen, was gibt es überhaupt für Rechtsbehelfe, für Rechtsfolgen bei den verschiedenen Leistungsstörungen. Ja, und die verschiedenen Leistungsstörungen sehen Sie ja hier. Wenn eine leistungsbezogene Pflicht verletzt wird, entweder weil sie gar nicht kommt, weil sie, die Leistung nicht möglich ist, dann gibt es diese ganze Reihe von Rechtsfolgen, die wir hier haben. Also erstens mal automatisch tritt ein die Leistungsbefreiungsverfügung, haben wir gesagt. Das ist der normale Fall, ja, wenn jemand die Leistung nicht erbringen kann, weil sie unmöglich ist, also nicht erbringbar ist, dann wird er von der Leistung befreit, weil es keinen Sinn macht, eine Leistungspflicht aufrechtzuerhalten, die gar nicht erfüllt werden kann. Und im Gegenzug, ja, gibt es natürlich den 326.1. Den haben wir auch schon kennengelernt. Der sagt, okay, dann entfällt auch die Pflicht, für die Gegenleistung zu erbringen. Das ist nur gerecht. Wenn der Verkäufer die Kaufsache nicht übergeben und übereignen muss, weil die Lieferung nicht möglich ist, der Kaufgegenstand kaputt ist, dann muss der Käufer auch den Kaufpreis nicht zahlen. Ah, jetzt fängt es schon an. Ne? Also alles okay, muss man nochmal sagen. Dem Techniker sagen, er soll nochmal länger testen. Ne? Wie viele Minuten haben wir jetzt? Noch nicht mal 5 Minuten gesprochen, schon hat das Mikrofon Aussetzer. Also desaströs. Ja? Also muss man nochmal hier ins Gebet nehmen, den Techniker. Ja? Mal ordentlich prüfen. So, also wir haben das Problem. Wenn, oder diese automatische Rechtsfolge, wenn unmöglich und die Leistung eben deswegen nicht kommt, also die Leistungspflicht deswegen gestört ist, weil die Leistung gar nicht kommen kann, wegen Unmöglichkeit, dann entfällt die Leistungspflicht und die Gegenleistungspflicht auch, im Regelfall. So, und jetzt knüpft sich natürlich die Frage an, was passiert dann? Ja, bleiben wir jetzt da stehen? Oder kann vielleicht der Käufer, der die Kaufsache nicht kriegt, kann der möglicherweise andere Ansprüche geltend machen, um einen Schaden, der möglicherweise entstanden ist durch das Ausbleiben der Leistung wegen Unmöglichkeit, um den zu kompensieren, ja, um einen Ersatz dafür zu bekommen, dass er eben die Leistung nicht erhält. Und da haben wir jetzt hier diese verschiedenen Rechtsbehelfe, die wir gestern schon begonnen haben, durchzugehen. Bei anfänglicher Möglichkeit, Schadensersatz statt der Leistung, Aufwendungsersatz wahlweise und Rücktritt. Und bei nachträglicher Möglichkeit, genauso Schadensersatz statt der Leistung, wahlweise Aufwendungsersatz oder Rücktritt. Dazu ist natürlich klar, wenn jetzt irgendwie eine Nebenpflichtverletzung vorliegt, ja,
also die Leistung gar nicht kommt und in Nebenpflicht noch zusätzlich verletzt ist, gibt es natürlich noch den einfachen Schadensersatz. Das ist aber bei der Nichtleistung eher selten der Fall, dass so eine Nebenpflichtverletzung auch noch zusätzlich vorliegt. Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn die Leistung nicht kommt, dann haben wir in der Regel Schadensersatz statt der Leistung. Gut, also Schadensersatz statt der Leistung, neben der Leistung haben wir uns angeschaut gestern, haben den auch abgegrenzt, haben gesagt, Schadensersatz statt der Leistung ist der Schadensersatz, der oder der Schaden, der eintritt, weil die Leistung endgültig nicht kommt. Ja? Weil die Leistung endgültig ausbleibt, an diese Stelle der Leistung, also anstatt der Leistung, wird dann der Schadensersatz geleistet. Das heißt, Schadensersatz statt der Leistung kann nur der Schaden sein, der entsteht, weil die Leistung einfach endgültig nicht kommt. Das ist ganz einfach. Und da sind sich auch alle einig. Ja? Die einzelnen Abgrenzungstheorien, die es gibt, die unterscheiden sich in der Frage überhaupt nicht. Da sind alle einig. Ja? Und Schadensersatz neben der Leistung, um das abzugrenzen von Schadensersatz statt der Leistung, das ist der Schaden, der eintritt, unabhängig davon, ob die Leistung jetzt endgültig ausbleibt oder nicht, der einfach eingetreten ist. Fertig. Ja? Wir hatten da Beispiele genannt. Also ganz klar, für einen Schadensersatz statt der Leistung war das Beispiel Mangelunwert. Ja? Ich habe dieses Mikro, das habe ich gekauft, neu, viel Geld gezahlt und das ist aber mangelhaft, weil es ständig Aussetzer hat. Ja? Das ist das beste Beispiel. Ja? Vielen Dank, liebe Technik, dass immer so schöne Beispiele hier kommen. Ja? Also das Mikro ist defekt. Ja? Es hat immer Aussetzer. Es funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Das heißt, die Folge ist, das Mikro ist gar nicht das wert, was ich eigentlich als Kaufpreis dafür bezahlt habe. Es ist objektiv weniger wert, weil es einen Mangel hat. Ja? Wenn Sie wüssten, dass das Mikro ständig Aussetzer hat, würden Sie das Mikro nicht kaufen. Ja? Nicht zu dem Preis zumindest. Und die Folge daraus ist, dass es weniger wert ist. Ja? Das heißt, Sie haben zu viel Kaufpreis gezahlt. Sie haben einen Schaden, der Mangelunwert. Ja? So nennt man das. Der Wert der Sache, die mangelbehaftet ist, ist halt geringer als der mangelfreie Wert. Und wenn wir jetzt die Differenzhypothese anstellen, Schaden uns anschauen, mit schädigem Ereignis, ohne schädigem Ereignis, dann wissen wir ganz klar, sie haben weniger Knete in der Tasche, weil das Mikro weniger wert ist, ja, wegen des Mangels. Und dieser Mangelunwert, der ist natürlich klar. Betrifft einerseits das Erfüllungsinteresse, weil wir ein Interesse daran haben beim Kaufvertrag, dass sie eine mangelfreie Leistung bekommen. Ja, das ist ganz eindeutig. Schauen Sie mal rein, in 433 Absatz 1 Satz 2, da steht es sogar drin. Ja? Da steht sogar drin, 433 1 2, Erfüllungsinteresse. Was ist das Interesse an einer ordnungsgemäßen Erfüllung des Kaufvertrages? 433 1 2 steht ganz klar drin, der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Das heißt, es ist ganz logisch das Erfüllungsinteresse betroffen, wenn der Verkäufer eine Sache leistet, wie dieses Mikro, ja, das ständig aussetzt, das mangelhaft ist, das einen Sachmangel hat. Und genauso mit der anderen Abgrenzungslehre, der Zauberformel, ja, wenn man sagt, würde eine hypothetische gedachte Nacherfüllung zum letztmöglichen Zeitpunkt den Mangel, also den Schaden beseitigen, wenn Sie sich überlegen, wie kann jetzt der Verkäufer seine Leistungsstörung, seine Pflichtverletzung, die Sache nicht mangelfrei zu leisten, wie kann er die wieder gut machen? Ganz klar, er liefert einfach eine neue oder er repariert. Ja? Unser Techniker hat es noch nicht geschafft, das Mikro zu reparieren, weil er den Mangel gar nicht gesehen hat. Ja? Aber es kann schon sein, ja, dass tatsächlich jemand dieses Mikro reparieren kann. Also ich glaube fest dran. Ja? Klopfen auf Holz, ja, dass das noch klappt. So, wenn nicht, ja, wenn das nicht reparabel ist, irreparabel, unmöglich, ja, dann muss man halt ein neues liefern vielleicht. Ja, wenn die Reparatur nicht möglich ist, muss man Neues liefern. Steht sogar auch im Kaufrecht drin. 439. Schauen Sie mal rein. 439. Wenn die Sache mangelhaft ist, kann man Nacherfüllung verlangen. Steht in 437 Nummer 1 und 439, wenn Sie reinschauen. Das ist das Nacherfüllungsrecht im Kaufrecht. Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung der mangelfreien Sache verlangen. Das heißt, wenn ich Käufer einer mangelhaften Sache bin, kann ich mein Erfüllungsinteresse, sprich mein Interesse an einer mangelfreien Leistung, dadurch durchsetzen, dass ich Nacherfüllung verlange. Ja? Und dann kann der Verkäufer seine Pflichtverletzung, sprich die nicht mangelfreie Leistung, also die Lieferung einer mangelhaften Sache, kann dadurch beseitigen, dass er eine neue liefert oder nacherfüllt, nachbessert. Ja? Nachbessert, also repariert. So, das heißt,
Dieser Mangelunwert, der dem Mikrofon anhaftet, ist immer ganz klar, betrifft das Erfüllungsinteresse. Der wird durch eine potenzielle Nacherfüllung beseitigt werden. Und dadurch ist der Schadensersatz statt der Leistung. Nach allen Ansichten, ja, ganz klar. Er tritt, dieser Schaden, der hier entsteht, der tritt an die Stelle der Leistung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will es gar nicht repariert bekommen, sondern ich behalte es einfach, ich komme damit klar, ja. Es gibt halt ein paar Tonaussetzer, aber ich kriege das schon hin, ja. Diese Transferleistung schaffen sie, auch die Lücken in der Übertragung des Mikrofons irgendwie mit sinnhaftem Inhalt zu füllen, das kriegen sie hin, das sind intelligente Menschen. Dann behalten wir das einfach so. Ja? Ist ja wurscht, passt schon. Dafür behalte ich, also ich behalte die mangelhafte Sache, und dafür kompensiere ich den Minderwert dieses Mikrofons einfach über einen Schadensersatz. Ich hole mir einfach vom Verkäufer dann als Schadensersatz für seine Nichterfüllung, also oder seine Schlechterfüllung, hole ich mir dann den Schadensersatz. Den Schaden, also den Minderwert als Schadensersatz zurück. Dann tritt dieser Schadensersatzanspruch, ja, der Minderwert, den das Ding jetzt nur noch wert ist mit dem Mangel, tritt an die Stelle der Leistung, weil er ja nicht ordnungsgemäß geleistet ist. Ja? Sie hat eine Frage? Und dann nehme ich sozusagen diese Regeln vorweg. Kommilitone hat einen sehr schlauen Gedanken. Das, mich überrascht es nicht. Also, wenn Sie überlegen, ja, Kommilitone sagt gerade, also diese Fristsetzung, das Recht zur zweiten Andehnung, ja, 439, das ist doch eigentlich eine Privilegierung des Verkäufers. Der darf noch mal leisten. Ja, normalerweise muss der ordentlich leisten. Ja. Und wenn er Fehler macht, dann muss er den sein. Kann froh sein, dass er überhaupt noch weiter liefern darf. Ja. Aber das deutsche Recht sieht das so vor, richtig. Der Verkäufer wird privilegiert, hat ein Recht zur zweiten Andehnung. Ist eine Besonderheit des deutschen Rechts. Ja. Im englischen Recht, Damages, gleich mal Schadensersatz. Ja. Das ist der Primärrechtsbehelf im englischen Recht, ist Damages, Schadensersatz. Im deutschen Recht ist es die Nacherfüllung. Das ist eine Privilegierung des Verkäufers. Ja. Weil wir den Grundsatz Pacta sunt servanda hochhalten. So, und jetzt fragt der Kommilitonin zu Recht, könnten wir nicht das alles umgehen und sagen, naja, dann ficht der Käufer einfach an, wegen verkehrswesentlicher Eigenschaft, Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaft. Ich habe gedacht, das Ding ist mangelfrei, jetzt ist es mangelhaft, habe ich mich geirrt, ich fechte wegen Eigenschaftsirrtum an und umgehe dieses Recht. Ein schlauer Gedanke, oder? Also taktisch nicht schlecht. Das hat der Gesetzgeber auch erkannt, deswegen ist die Anfechtung nach 119 Absatz 2 ausgeschlossen, weil das kaufrechtliche Mängelrechtssystem vorrangig ist. Ja? Genau wegen dieser Gefahr des Unterlaufens der kaufrechtlichen Mängelrechte kann man die Anfechtung nach 119 2 im Verhältnis zum Sachmängelrecht eben nicht durchziehen. Kommen wir noch dazu, wenn wir das Kaufrecht machen. Ja, bei 119.2 haben wir es kurz angesprochen, dass es ein Konkurrenzverhältnis gibt. Machen wir noch detaillierter, wenn wir dann ins kaufrechtliche Mängelrecht einsteigen. Gut, also sehr schlauer Gedanke. Den hat der Gesetzgeber auch erkannt und hat gesagt, okay, hier, das geht nicht. Ja, können wir nicht machen, weil sonst ist unser kaufrechtliches Mängelrecht, die Wertungen, die wir da reinstecken, die sind ja konterkariert, werden unterlaufen einfach von klugen Leuten, die anfechten. Gut, okay. Also, Schadensersatz statt der Leistung habe ich erklärt. Schadensersatz statt der Leistung ist der Schaden, alle Schadenskosten und Schadensersatz statt der Leistung, die an die Stelle der Leistung treten, die sozusagen das Erfüllungsinteresse betreffen oder die sozusagen darauf beruhen, um es allgemein zu sagen, die darauf beruhen, dass die Leistung, so wie sie geschuldet ist, endgültig ausbleibt. Ja? Also Mangelunwert beispielsweise. So, und Schadensersatz neben der Leistung ist der Schaden eben, der eingetreten ist, unabhängig davon, was mit der Leistung passiert, ob die Leistung endgültig noch kommt oder nicht. Das war die Kaffeemaschine, die mich sozusagen verletzt, weil irgendwie sie im Brühvorgang irgendwie verstopft und dann explodiert und ich kriege das heiße Wasser im Kopf, ja, und verbrenne mich. Diese Verbrennungen sind eingetreten, ja, unabhängig davon, ob hinterher der Verkäufer noch nachbessert, sprich die Kaffeemaschine, die explodiert ist, repariert. Und damit sein mein Nacherfüllungsrecht auch erfüllt und unabhängig davon, ob er vielleicht eine neue Maschine liefert nach 400. Das ist sozusagen völlig unabhängig davon. Die Verletzungen sind endgültig eingetreten, ganz egal, ob die Leistung endgültig ausbleibt oder nicht. Also muss das ein Schadensposten sein, der unter dem Schadensersatz neben der Leistung ersetzt wird. Das ist ganz klar. Völlig logisch. Und da sind sich auch alle einig.
Warum ist das so? Ja, weil wir beim Schadensersatz statt der Leistung, da haben wir zumindest, wenn die Leistung möglich ist, werden wir noch sehen, nach 280.1, 381, da haben wir eine Fristsetzungserfordernis und da setzen wir dieses Recht zur zweiten Andehnung auch im Schadensersatzrecht durch. Das zieht sich ja durch. Rücktritt nur mit Fristsetzung bei möglicher Leistung, Schadensersatz statt der Leistung nur nach Fristsetzung, ja, weil wir dem Verkäufer eben die Möglichkeit geben wollen, nochmal zu liefern. Ja, nach dem Recht, Recht zur zweiten Andehnung. Bei der Unmöglichkeit macht das natürlich keinen Sinn, weil wir da keine Fristsetzung brauchen, weil die Leistung ja nicht möglich ist. So, beim Schadensersatz neben der Leistung ist auch völlig klar, da brauchen wir auch keine Fristsetzung. Weil der Schaden ist ja eingetreten. Und durch die Nacherfüllung, die Pflicht zur Nachlieferung, werden meine Verbrennungen auch nicht geheilt. Ja? Das heißt, es ist völlig klar, dass wir da andere Regeln brauchen. Und das läuft, also Schadensersatz neben der Leistung läuft eben über 280 direkt. Ohne zusätzliche Voraussetzungen 281, 283, 282 oder wie, so und so weiter. Und auch nicht unter zusätzlichen Voraussetzungen 311a Absatz 2. Gut, also Schadensersatz statt und neben der Leistung. Zwei Beispiele nochmal, um das zu verdeutlichen. Wir machen es nochmal detailliert. Also wenn Sie noch nicht ganz verstanden haben, ist kein Problem. Wir gehen nochmal rein in die Abgrenzung und auch in die Abgrenzungsmethoden. Und dann wird es auch mit Beispielen natürlich viel anschaulicher, nochmal zusätzlich, wo auch die Problempunkte liegen und wo sich die Ansichten, die wir uns herrschen, sind momentan, die zwei, wie die sich unterscheiden. Gut, für unseren Zweck reicht eigentlich hier zu wissen, es gibt verschiedene Pflichten im Schuldverhältnis, die leistungsbezogenen Pflichten, nicht leistungsbezogenen Pflichten, ja, also Nebenpflichten. Und dann gibt es eben verschiedene Pflichtverletzungen, die bestehen können. Wir haben gestern begonnen mit dem Ausbleiben der Leistung bei Unmöglichkeit. Und daran schließen sich eben diese verschiedenen Tatbestände. Was haben wir dann noch gesagt? Bei der Unmöglichkeit müssen wir unterscheiden beim Schadensersatz zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit, weil wir zwar große Ähnlichkeit der Tatbestände haben, der Schadensersatzregelungen, aber ein fürs Vertreten müssen einen unterschiedlichen Anknüpfungspunkt haben. Ist die Unmöglichkeit schon bei Vertragsschluss gegeben und weiß das der Verkäufer, dann knüpfen wir das Vertreten müssen an die Kenntnis oder das Kennen müssen dieses Umstands. Weil es natürlich verwerflich ist zu sagen, ich schließe einen Vertrag ab, verpflichte mich etwas zu leisten, obwohl ich weiß, dass die Leistung gar nicht möglich ist. Denn damit werde ich ja von der Leistungspflicht befreit. Also das ist sozusagen eigentlich ein treuwidriges Verhalten. Ja. Und das wollen wir nicht. Ja. Und deswegen knüpft der 311a Absatz 2 sozusagen die Schadensersatzverpflichtung, dass es vertreten müssen, an die Kenntnis oder das Kennen müssen von Umstand der Unmöglichkeit. Und bei der nachträglichen Unmöglichkeit, also zeitmäßig nach Vertragsschluss eintretende Leistungsunfähigkeit, Leistungsunmöglichkeit. Bei der nachträglichen Möglichkeit knüpfen wir an das Vertreten müssen des Umstands, der zur Unmöglichkeit führt, an. Also da ist sozusagen die Pflichtverletzung das Entscheidende, die Herbeiführung der Unmöglichkeit, nicht die Kenntnis von einer irgendeiner Unmöglichkeit, sondern der Umstand, der zur Unmöglichkeit führt. Und den muss der Schuldner zu vertreten haben. Gut, beim Rücktritt sind wir wieder auf derselben Linie, das wissen wir. Gut, jetzt waren wir gestern noch stehen geblieben bei einer Unterscheidung, die ganz relevant ist, nämlich der Schadensersatz statt der Leistung und der Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Das war auch nochmal so eine Sache, das muss man auch erstmal kapieren, was das überhaupt soll. Ja, diese komische Geschichte, der Schadensersatz statt der Leistung, ganze Leistung, was soll das? Ja. Schauen wir nochmal rein in den 281. Da sehen wir es nämlich ganz deutlich, weil der 283. Jetzt wieder? Ja. Der 283 Satz 2. Okay. Der 283 Satz 2, der verweist auf den 281 Absatz 1, Satz 2 und 3 und Absatz 5. Und auch der 311a Absatz 2 verweist ja auf den 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3 und Absatz 5. Jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, was heißt das denn überhaupt? Und jetzt schauen wir mal in den 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3 rein. So, hier heißt es, hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Ja, also bei Teilleistung, Schadensersatz statt der Leistung immer, ja, für den unmöglich gewordenen Teil dann im Sinne 283, 311 Absatz 2. Aber sozusagen für die ganze Leistung, Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur dann, wenn an der
möglichen Teilleistung kein Interesse mehr bestehen. So, Satz 3: Hat der Schuldner eine Leistung nicht wie geschuldet gebracht, bewirkt das die Schlechtleistung, die irreparable Schlechtleistung, ja, Mikrofon, das nicht repariert werden kann. Da ist das Mikrofon da, aber die Reparatur ist nicht möglich. Ja. Also bei einer irreparablen Schlechtleistung hat er nicht für geschuldet bewirkt. So kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. Da kommt es also auf die Unerheblichkeit der Pflichtverletzung an. Schauen wir uns dann auch noch an, was das genau bedeutet. Hier ist es so: Bei einer Schlechtleistung kann ich sozusagen Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn die Pflichtverletzung nicht unerheblich ist. Also wenn das Mikro jetzt geliefert wird, da ist ein Kratzer drin, der irreparabel ist beispielsweise, weil den ich irgendwie reparieren kann. Nicht gut, beim Kratzer, sagen wir mal, kann ich abschleifen, neu lackieren und so weiter. Aber nehmen wir mal an, da ist hier irgendwie, das ist irgendwie verklebt, ja, das Zeug, und da ist eine Delle drin in dem Mikrofonhäubchen, ja, weil es irgendwie mal runtergefallen ist. Und dann ist diese Delle, die ist halt unschön, aber die ist nicht schlimm. Ja. Das ist ein Mangel. Und wenn das jetzt alles verklebt ist und nicht aufgemacht werden kann, ohne dass das Ding hier kaputt geht, ja, dann ist es irreparabel. Dann ist die Delle einfach drin, wenn es nicht geht. Ja. So, und jetzt stellen wir uns vor, da ist eine Delle drin, die irreparabel ist. Und dann wollen wir sagen, eine Delle, ja, ist ein kosmetisches Teil, aber muss so ein Mikrofon schön aussehen? Ja, nee, ist völlig egal, ob das Mikrofon schön aussieht oder nicht. Ob das blau, rosa, grün oder schwarz oder anthrazit ist, ist völlig egal. Ist auch völlig egal, was das für eine. Was für eine Form hat, ja, kommt es nicht darauf an. Hauptsache der Ton geht. Ja. Ton wäre wesentlich, erheblich. Ja, wenn der Ton nicht klappt, wenn er immer Aussetzer hat, das wäre ein erheblicher Mangel. Ja, erheblich. Aber so ein Dällchen da in diesem Mikrofonding da. Also, da wäre die Frage: Kann ich jetzt den Schaden statt der ganzen Leistung fahren? Schadensersatz statt der ganzen Leistung fahren? Nein. Den kann ich nicht verlangen, wenn sozusagen das Ding sozusagen nur so einen unerheblichen Mangel hat. Also Schadensersatz statt der ganzen Leistung gibt es, so wie es der 281 Absatz 1 Satz 3 sagt, nur bei erheblichem Mangel. So, und jetzt lesen wir, also es gibt einen Unterschied, ja? Bei Teilleistung, nur wenn ich an dem noch möglichen Teil kein Interesse mehr habe, Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Und bei einer Schlechtleistung kommt es auf die Erheblichkeit des Mangels an, ob ich Schadensersatz statt der ganzen Leistung. So, und jetzt schauen wir in den Absatz 5 nochmal rein, was sozusagen die Rechtsfolge wäre. Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach 346 bis 348 berechtigt. So, und da habe ich gestern gesagt, der Schadensersatz statt der ganzen Leistung ist wirtschaftlich gesehen wie ein Rücktritt. Ja? Ich verlange Schadensersatz für das Ausbleiben der Leistung, und zwar für die ganze Leistung, weil die ganze Leistung ausbleibt. Und muss aber die empfangene Leistung, sprich das defekte Mikrofon, muss ich zurückgeben. Ja? Und das ist wirtschaftlich gesehen wie ein Rücktritt, ohne dass es tatsächlich ein Rücktritt ist. Also wir haben keine Folge, dass die Leistungspflichten erlöschen und gewandelt werden im Rückabwicklungsschuldverhältnis, das haben wir nicht, sondern es wird sozusagen nur die eine Leistungspflicht, die gestört ist, die wird sozusagen als Schadensersatz geltend gemacht, und die bereits empfangene Leistung wird dann zurückgegeben. Kaufpreis muss natürlich gezahlt werden. So, und jetzt ist die Frage: Schadensersatz statt der Leistung, Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Wie unterscheidet sich das denn jetzt nochmal konkret? Wie muss ich das denn mir vorstellen? So, und da machen wir jetzt zwei Fälle. Wir haben einerseits diese 50 Flaschen Weinlieferung gehabt, ja, das Beispiel von gestern. Wenn wir einen Schadensersatz statt der Leistung haben und von den 50 Flaschen Wein sind 25 kaputt gegangen, unwiederbringlich zerstört, können nicht geliefert werden, Unmöglichkeit. Dann bleibt noch ein Teil von 25 Flaschen, die geliefert werden können. Ja? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlange Schadensersatz statt der Leistung, ganz normal, weil der Schaden, den ich, also wenn der mir nur 25 Flaschen leistet, hat er 25 zu wenig geleistet, ich habe aber den vollen Preis bezahlt. Das ist doof. Ja? Das heißt, ich habe auf jeden Fall einen Schaden in Höhe des gezahlten Preises, in Höhe von den 25 ausgefallenen Flaschen. So. Und wenn ich die jetzt irgendwo nochmal besorgen muss, ja, zu einem höheren Preis, habe ich noch einen höheren Schaden. Ja? So, das heißt, die Frage ist: Was mache ich? Nehme ich die 25 Flaschen, zahle den vollen Kaufpreis und kompensiere diese ausgefallenen 25 Flaschen über den Schadensersatz statt der Leistung. Sprich, verlange ich einen Schadensersatz statt der Leistung in Höhe der 25 ausgefallenen Flaschen. Teilweise, also für die Teilleistung, die ausgefallene Teilleistung. Das kann ich machen, wenn ich irgendwie Verwendung habe für die 25 Flaschen. Wenn das jetzt so eine besondere Party ist, wo so lauter Weinkenner kommen, die eben genau diesen Jahrgang haben wollen,
Und die 25 Flaschen reichen nicht, sondern ich brauche von einem Jahrgang 50 Flaschen, damit alle glücklich sind. Wenn ich Jahrgänge mische, dann kriege ich, ist die Hölle los. Ja? Dann randaliert mir. Ja? Wenn das so ein Fall ist, dann habe ich sozusagen an der Teilleistung von 25 Flaschen, die noch möglich ist, kein Interesse mehr. Dann habe ich als zweite Möglichkeit, neben dem Vorgehen, das ich gerade beschrieben habe, zu sagen, ich will auch die 25 Flaschen nicht haben. Ich will Schadensersatz wegen der ganzen ausgefallenen Leistung, 25 Flaschen. Und dafür muss ich natürlich meinen Kaufpreis bei Benz haben. Ja. Also das kann ich mal machen, zum Beispiel, wenn ich dann ein Deckungsgeschäft mache und woanders sozusagen einen anderen Jahrgang kaufe zu einem höheren Preis. Dann kann ich diese Mehrkosten über den Schadensersatz statt der ganzen Leistung für die ganzen 50 Flaschen nehmen. Also das ist Schadensersatz statt der ganzen Leistung bezieht sich auf die komplette Leistung. Ja. Auf den Schaden, der wegen Ausbleiben der kompletten Leistung, auf der kompletten Leistung beruht. So, und bei Teilleistung bestimmt sich das halt eben nach der Frage, habe ich noch ein Interesse an dem restlichen Teil? Und bei der Schlechtleistung misst sich es halt danach, sozusagen ist der Mangel erheblich im Grunde, ob ich Schadensersatz wegen der gesamten Leistung verlangen kann. Beim defekten Mikro wäre es so, ja, wenn da nur eine kleine Delle drin ist, wäre die Frage, kann ich jetzt Schadensersatz wegen dieser Delle verlangen? Ja, wenn dieser Schaden messbar wäre, ja, könnte man sagen, Sachwert ist irgendwie geschmälert, Ding mit Delle hat einen Mangelunwert, kostet halt weniger. Oder mache ich so, dass ich wegen des gesamten Mikrofons, der ganz gesamten Ausbleibens der gesamten Gutleistung des Mikrofons, eben Schadensersatz verlange? Das heißt, der Gesamtwert des Mikrofons als Schaden kompensiert wird über in Geld. Und dafür natürlich der Kaufpreis trotzdem gezahlt wird. Ja? Das wäre sozusagen die andere Variante. Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Bei dieser Delle im Mikrofon würde man sagen, der Mangel ist unerheblich, da würde es nicht gehen. Ja? Wenn es jetzt diese Tonaussetzer sind, wie bei unserem Mikrofon hier, dann würde man sagen, der Mangel ist erheblich, weil die Tonstabilität schon ein wesentliches Merkmal des Mikrofons ist. Und da würde man sagen, dann Schadensersatz statt der ganzen Leistung, ja. Also das ist der Unterschied. Ja, von Schadensersatz statt der Leistung, Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Schadensersatz statt der ganzen Leistung bezieht sich auf die komplette Leistung, nicht nur auf den fehlerhaften Teil oder den Mangelunwert bei der schlechten Leistung, sondern auf die komplette Leistung. Ja. Und das gibt es natürlich nur nach den Voraussetzungen 283 Satz 2, 281 Absatz 1, Satz 2, Satz 3, je nach entweder Erheblichkeit des Mangels oder Interesse an der besten möglichen Teilleistung. Gut, so, jetzt schauen wir mal auf den Schadensersatz statt der Leistung. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen Schadensersatz statt der Leistung berechne. Ja? Es gibt die sogenannte Differenzmethode und es gibt die sogenannte Surrogationsmethode. Bei der Differenztheorie oder Differenzmethode, da ist es so, also wir sind beim Schadensersatz statt der Leistung, da erbringt der Gläubiger, also der Käufer, beispielsweise bei einer nicht gelieferten Kaufsache, der erbringt seine Gegenleistung nicht und verlangt dann als Schadensersatz statt der Leistung lediglich die Wertdifferenz, die zwischen sozusagen Leistung und Gegenleistung besteht als Schadensersatz. Ja, also wenn ich ein gutes Geschäft gemacht habe, einen günstigen Kaufpreis gezahlt habe, der Mangel, der Wert des Kaufgegenstands besonders hoch war, dann kann ich über die Differenzmethode den Schadensersatz statt der Leistung so berechnen, dass ich sage, ich schaue mir an, was muss ich als Kaufpreis zahlen, was kriege ich als Gegenleistung, was ist die Differenz davon, das ist der Schaden und den verlange ich als Schadensersatz, Kaufpreis zahle ich nicht und das andere sozusagen die Differenz, den Wert des Gegenstands, der sozusagen mit dem Kaufpreis sich deckt, sozusagen wertmäßig, den kompensiere ich auch nicht. Ja, weil ich keinen Kaufpreis zahle, das ist wie so eine Aufrechnung. Ja? Wie eine Aufrechnung. Ich habe zwei Werte, nehmen wir an, der Kaufgegenstand ist 100 Euro wert, ich habe 80 Euro Kaufpreis zu zahlen, ja, habe ein gutes Geschäft gemacht, das ist ganz klar, wenn die Sache nicht kommt, habe ich einen Schaden von 20 Euro Differenz. Ja. Ich muss einen Kaufpreis von 80 Euro zahlen, habe einen Gegenstand, der 100 Euro wert ist, ja. Das heißt, für die 80 Euro, die rausgehen bei meinem Vermögen, kommen 100 Euro rein, 20 Euro Gewinn sozusagen, das müsste bei mir sein. Das ist aber nicht da, also ist der Schaden 20 Euro. Die Differenz. Ja? Und die kann ich natürlich geltend machen und Schadensersatz statt der Leistung.
Wissen. Was ich auch machen kann, ist sozusagen eine Surrogationsmethode. Ich kann es auch anders berechnen. Ich kann sagen, welchen Schaden das anstatt der Leistung hat, ich erbringe meinen Kaufpreis trotzdem, verlange aber den kompletten Wert des Gegenstands. Sie sehen es noch, bei mir ist gerade das Bild ausgefallen. Ja, schauen wir hier die HDMI-Verbindung schlecht. Wir kein Signal gehabt, aber nichts berührt hier. Okay, also nochmal zurück. Also, Differenzmethode ist klar, ja. Wir berechnen sozusagen nur den Differenzwert, was ist sozusagen der Schaden in der Höhe, der noch übrig bleibt, und den kompensieren Sie. Das ist der Regelfall. Ja. Differenzmethode, so berechnen Sie den Schaden. Sie zahlen dann den Kaufpreis nicht mehr und kompensieren dann nur sozusagen den überschüssigen Teil, der bei Ihnen fehlt, als Schadenskosten. Macht ja auch keinen Sinn, sozusagen von dem einen 100 Euro zu verlangen, um wieder 80 Euro zu geben, ist ja auch täglich. Und das Hin- und Herzahlen, dafür gibt es ja sozusagen auch sonst die Aufrechnung. Und hier haben wir es halt so, dass wir das gleich bei der Schadensberechnung oder den Differenzen. Bei der Surrogationstheorie ist es anders. Der Gläubiger, der sagt, er bringt seine Leistung trotzdem noch, also der Käufer der Sache, der die Kaufsache nicht kriegt, der erbringt seine Leistung trotzdem, zahlt also den Kaufpreis. Und der Verkäufer, der zahlt dann den Gesamtwert der ausgefallenen Leistung als Schadensersatz statt der Leistung. Das geht auch. Jetzt habe ich gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir so Zahlungsströme hin und her schieben. Ist ja auch richtig, macht keinen Sinn. Deswegen macht diese Unterscheidung zwischen Differenztheorie und Subrogationstheorie nur dann Sinn, wenn wir tatsächlich Leistungen haben, die keine Geldleistungen sind, also atypische Leistungen haben. Zum Beispiel beim Tauschen. Ja. Da macht das sozusagen Sinn. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gegenstand tausche, mal schauen, ob hier der Ding schon drauf ist, der beispielsweise drauf ist. Ja, hier zum Beispiel. Beispiel: A tauscht ein altes iPhone wert 600 Euro gegen eine gebrauchte GoPro wert von 300 Euro. Vor der Übergabe wird das iPhone durch einen von A verantworteten zu beantwortenden Umstand zerstört. Also der A möchte ein iPhone gegen eine GoPro tauschen, ja, das ist klar. Die GoPro kann sozusagen noch geliefert werden als Gegenleistung, das ist also kein Kaufvertrag, sondern ein Tauschvertrag. Gibt es auch. Ja. Und die GoPro hat einen Wert von 300 Euro und das alte iPhone hat einen Wert von 600 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei der Bemessung von Leistung und Gegenleistung sind, dann kann ich sozusagen klar sagen, die GoPro kann geleistet werden. Das iPhone kann nicht mehr geleistet werden, ist kaputt, gibt Stückchen, gibt auch einen Gegenstand. Ja. Das heißt, ich habe aber, wenn ich jetzt nach der Differenztheorie gehe, 300 Euro Schaden. Ja. Weil ich hätte ja, wenn ich das iPhone bekommen hätte, hätte ich sozusagen 600 Euro in mein Vermögen bekommen, hätte aber 300 Euro GoPro rausgegeben. Ja, dann habe ich Differenz des Wertes in 300 Euro, die kann ich kompensieren. Wenn es jetzt aber mir gerade darauf ankommt, diese GoPro loszuwerden, dann mache ich das so. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das will ich jetzt gar nicht. Ja, ich will jetzt, also ich will nicht nur die 300 Euro haben und die GoPro behalten, sondern ich will diese GoPro, ich habe eine neue, ja, ich will die GoPro loswerden. Ja, weil ich brauche das alte Glob nicht und ich habe es gut getauscht und ich kriege die GoPro nie so gut verkauft wie jetzt. Ja, oder vertauscht. Dann kann ich auch sagen, ich gebe dir die GoPro, dann ist das Ding weg. Ja. Dann habe ich es nicht mehr an der Backe und ich will aber 600 Euro während des iPhones. Das kann ich auch machen. Das ist die Surrogationsmethode. Also es kann durchaus mal Sinn machen, tatsächlich einen Gegenstand oder einen Schadensersatz statt der Leistung mit der Surrogationstheorie zu berechnen, indem ich, aber dann bleibt sozusagen dabei, dass meine Leistung weiterhin zu erbringen ist. Ja. Dann, also wenn ich diesen Weg wähle, dann muss ich meine eigene Leistung auch erbringen, wie sie ursprünglich mal geschuldet war. Jetzt sind wir ja im Bereich der Möglichkeit, das heißt, eigentlich sind diese Leistungspflichten gar nicht mehr geschuldet, ja, weil 275.1 sagt ja, die Leistungspflicht, Übergabe und Übereignung des iPhones erlischt und die Gegenleistungspflicht, Übergabe und Übereignung der GoPro als Tauschleistung, die erlischt auch nach 26.1. Also eigentlich sind wir gar nicht mehr verpflichtet als Käufer oder als Tauschpartner, die Gegenleistung zu erbringen. Das ist ganz klar. Aber das hindert mich natürlich nicht daran, sie trotzdem zu erbringen. Ich kann das trotzdem noch machen. Ich kann trotzdem sagen,
nach meiner Wahl, ich möchte den Schadensersatz statt der Leistung verlangen, und zwar nach der Subrogationsmethode und damit sozusagen diesen Leistungstausch bewirken. Gut, also Beispielsfall, A tauscht das alte iPhone. Wie ist er zu lösen? Haben wir hier die Lösung des Beispielsfalls 1. Wenn wir über die Differenzmethode gehen, können wir sozusagen nach 281, 283 nachträgliche Unmöglichkeit Schadensersatz statt der Leistung verlangen, und den berechnen wir nach der Differenzmethode so, dass wir schauen, Übereignung Bunklow ist möglich, aber nicht mehr geschuldet wegen 326.1, weil ja die Leistung des iPhones unmöglich geworden ist zu 75.1, Übergabe und Übereignungsverpflichtung des iPhone-Eigentümers ist erloschen. Damit haben wir eine Differenz, einen Schaden in Höhe von 300 Euro, Differenz 600 Euro Wert iPhone, 300 Euro Wert GoPro, damit 300 Euro. Und das kann ich mit der Differenztheorie dann als Schadensersatz statt der Leistung geltend machen. Das heißt, der B erbringt die Übergabe und Übereignung der GoPro nicht mehr und verlangt Schadensersatz statt der Leistung in Höhe von 300 Euro. So, andere Methode, Subrogationsmethode. Der B erbringt seine eigentlich nicht mehr geschuldete Leistung nach 326.1 trotzdem, übergibt und übereignet die GoPro, weil er die loshaben will, und verlangt dann von dem alten iPhone-Besitzer eben die 600 Euro komplett als Schadensersatz statt der Leistung. Geht auch. Das kann so gemacht werden. So, der Gläubiger hat letztlich die Wahl. Er kann sich aussuchen, nach welcher Schadensersatzberechnungsmethode er vorgeht. Entweder Schadensersatz statt oder neben der Leistung. Gut, also jetzt haben wir durchgenommen den Schadensersatz statt der Leistung. Bei Unmöglichkeit haben wir uns angeschaut, dass es bei anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit zwei verschiedene Varianten gibt. Einmal bei anfänglicher Unmöglichkeit den 311a Absatz 2. Der an die Kenntnis des vertreten müssen, an die Kenntnis des Umstands der Unmöglichkeit oder das Kennen müssen des Schuldners anknüpft, und den 283, 281, 3283, der sozusagen den Schadensersatz statt der Leistung bei nachträglicher Möglichkeit behandelt. Und den Schadensersatz statt der Leistung können wir nach zwei verschiedenen Varianten berechnen. Und das macht eigentlich also eine Differenztheorie. Wir schauen einfach an, wie ist sozusagen die Schadensdifferenz der Vermögenswerte. So machen wir es im Schadensrecht immer, machen wir dann nicht detaillierter über Schadensrecht machen. Oder über die Subrogationstheorie. Ich erbringe meine Gegenleistung doch weiterhin, auch wenn ich sie nicht schulde, und kompensiere dafür dann den gesamten Schaden, Ersatz als Schadensersatz statt der Leistung. Gut. Zweite Möglichkeit als rechtsbehelfbare Möglichkeit ist dann der Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Da lesen wir jetzt einfach mal den 284 durch, was da drin steht. Dort heißt es, anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung Schuldners nicht erreicht worden. Da stellt sich jetzt die Frage, okay, bei einer Unmöglichkeit der Leistung, also wenn die Leistung ausbleibt, weil sie nicht mehr erbracht werden kann, da stellt sich dann die Frage, was habe ich für Rechtsbehelfe, Schadensersatz statt der Leistung, okay. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eben Aufwendungen zu ersetzen. Und diese Aufwendungsersatzmöglichkeit, das sehen wir hier im Gesetz, die ist alternativ. Ja? Also Aufwendungsersatz und Schadensersatz statt der Leistung schließen sich aus. Ich kann nicht Schadensersatz statt der Leistung verlangen und gleichzeitig auch Aufwendungen kompensieren, sondern ich kann entweder das eine oder das andere machen. Das sehen Sie an dem Wörtchen anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung. Ja? Also wenn Schadensersatz statt der Leistung geleistet werden kann, kann ich statt diesem Schadenersatzes auch meine Aufwendungen, die frustriert sind, eben geltend machen. So, und jetzt ist ein ganz wesentlicher Punkt, der Unterschied Aufwendungen und Schaden. Die Klammern gehören da weg. Macht da nichts mehr. Was ist ein Schaden? Ein Schaden ist eine Vermögenseinbuße, die unfreiwillig ist, ja, die also eintritt, weil ein schädigendes Ereignis stattfindet. Wenn Sie eine blutende Nase haben, zum Arzt rennen müssen, weil Ihnen irgendjemand auf die Nase gehauen hat, dann ist das eine unfreiwillige Vermögenseinbuße, weil freiwillig wären Sie ja nicht zum Arzt gegangen. Ja? Und hätten dann Arztkosten wegen einer blutenden Nase verursacht, weil Sie sich ungern selber auf die Nase.
Also von daher ist sozusagen so ein Arztkosten aufgrund eines schädigenden Ereignisses ein unfreiwilliges Vermögensopfer. Sie müssen Vermögen aufwenden, um einen Schaden zu beseitigen. Andersrum ist es bei Aufwendungen. Aufwendungen sind keine unfreiwilligen Vermögensopfer, sondern das sind freiwillige Vermögensopfer, also Zahlungen beispielsweise, die Sie leisten, weil Sie es wollen. Ja? Beispielsweise, wenn Sie ein tolles Geschäft vor Augen haben. Ich sage, okay, ich habe jetzt hier ein tolles Ortsfest. Ja, was ist jetzt gerade? Frühlingsfeste. Ja, Frühlingsfeste kommen jetzt, da mache ich einen super, super Stand auf. Was ist nicht? Ein Waffelstand. Ja. Das machen so die Fachschaftler, machen immer Waffeln. Ja. Waffelstand, ja, gehen wir jetzt zum Frühlingsfest, machen Waffeln, um uns ein bisschen Kohle in die Kasse zu holen, damit wir den Fakultätsball ja, organisieren können, bezahlen können. Ja, das machen wir jetzt einfach. Wir wollen Waffeln backen. Und dann ist es so, dass die Waffeleisen kaufen. Ja? Und da sie sagen, Frühlingsfest, irgendwie riesiger Aufwand, Frühlingsfest, viele Leute, schönes Wetter, da brauchen wir viele Waffeleisen. Und jetzt haben sie Waffeleisen gekauft. Und dann sagen sie, okay, jetzt brauchen sie, was brauchen sie noch? Zutaten, Teig und sowas. Ja? Eier, irgendwie, um diesen Teig dann zu machen. Und dann kaufen sie Eier und sagen, super, lieber Eierlieferant, alles Bio vom, was weiß ich, Hof XY, ja, kommen die Bio-Eier, bitte liefern. Ja. Und jetzt ist so, blöderweise, auf dem Weg zum Waffelstand verunglückt der Laster mit den Eiern, ja, und alle Eier sind kaputt. Ja. Alles schon ausgepackt, aussortiert, sozusagen Stückschuld. Bezieht sich schon auf diese Eier, keine Eier mehr da, wenn man sie ruft, hat keine Eier mehr, Unmöglichkeit. Ja, Vorratsschuld beschränkt sich auf die Eier. Sozusagen Unmöglichkeit. Eier kommen nicht. So, dann ist natürlich klar, dass Sie einen Schaden haben, wenn Sie jetzt also irgendwie Eier sich woanders besorgen müssen, zu einem teureren Preis beispielsweise, dass vielleicht keine Bio-Eier sind, dann hätten Sie vielleicht einen Schaden. Unfreiwilliges Vermögensopfer, das Sie aufwenden müssen, weil die Schäden der Ereignisse vorliegen. Lassen wir mal raus. Das Wort interessiert uns jetzt nicht. Schauen wir uns statt der Leistung an. Bei den Aufwendungen ist es so, dass wir die unfreiwilligen Vermögensopfer rauslassen und uns einfach anschauen, was sind denn die freiwilligen Vermögensopfer, die Sie gekauft oder die Sie aufgewendet haben im Hinblick auf die tatsächlich erfolgreiche Durchführung des Rechtsgeschäfts, also den Eierkauf. Und das waren die Waffeleisen, die Sie angeschafft haben. Die Waffeleisen, die Sie in rauen Mengen besorgt haben, damit Sie im Frühlingsfest irgendwie ordentlich Waffeln backen können. Das sind freiwillige Vermögensopfer. Ja? Warum sind sie nicht unfreiwillig? Ja? Weil sie es natürlich freiwillig getätigt hätten. Und auch ohne das schädigende Ereignis hätten sie trotzdem diese Waffeleisen gekauft. Ja? Also freiwillig, nicht unfreiwillig. So, und diese freiwilligen Vermögensopfer, die kann man ersetzt verlangen, unter gewissen Voraussetzungen. Nämlich, nach dem 284 anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung, wir brauchen also die Voraussetzung Schadensersatz statt der Leistung, kann dann der Ersatz der Aufwendungen verlangt werden, die im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht wurden und die man billigerweise machen durfte. Ja? Das heißt, ich kann sozusagen die Vermögensopfer, die ich billigerweise eingehen konnte, im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung tatsächlich als Aufwendungsersatz dem Schuldner in Rechnung stellen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt die ganz normalen Waffeleisen gekauft haben, ja, wenn Sie jetzt ein, zwei Waffeleisen für den Waffenstand gekauft haben, könnten Sie die Sie billigerweise auf den Erhalt der Leistung gemacht haben, könnten Sie die dem Verkäufer in Rechnung stellen. Wenn das jetzt ein super Waffeleisen mit vergoldetem ja, Ding ist, ja, so ein Luxus-Waffeleisen oder dass Ihnen auch noch einen Kaffee macht und später die Kinder wickelt und ins Bett bringt, ja, so ein Thermomix-artig, ja, so super Profi-Teil, ja, dann würde man sagen, das ist jetzt vielleicht nicht angemessene Aufwendung. Ja, die durfte man vielleicht nicht billigerweise machen. Oder wenn Sie schon wissen, Gott, ja, das ist ein kleines Fest und Sie kaufen 120 Waffeleisen, ja, die Sie nie benutzen werden, dann können Sie auch nicht die 120 Waffeleisen sozusagen in Rechnung stellen. Das geht nicht. Sondern nur Begrenzung auf die billigerweise zu machenden Aufwendungen. Also wichtig: Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer, sind kein Schaden. Da eben nicht unfreiwillig getätigt, sondern Aufwendungen tätigt man eben, weil man sie tätigen will. Es gibt eine Ausnahme natürlich wieder, wenn wir Aufwendungen doch als Schaden geltend machen können, ja, als unfreiwilliges Vermögensopfer.
Und in diesen Konstellationen ist es natürlich wichtig zu wissen, wie hoch ist der Schadensersatz statt der Leistung und möglicherweise die Aufwendungen, die wir als Schaden geltend machen können, um zu sehen, lohnt sich eher, den Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen, inklusive der als Schaden ausnahmsweise ersetzbaren Aufwendungen, oder gehe ich sozusagen über den reinen Aufwendungsersatz, weil der mir mehr Kohle reinbringt, ja? Also mehr sozusagen eines meiner Vermögensopfer kompensiert. So. Und jetzt schauen wir uns an, wann Aufwendungen kein Schaden sind. Und es gibt hier eine Rechtsprechung, die schon relativ alt ist, die sagt, frustrierte Aufwendungen, also eigentlich freiwillige Vermögensopfer, die zu einem wirtschaftlichen Zweck eines Geschäfts getätigt werden, die können ausnahmsweise als Schaden geltend gemacht werden. Ausnahmsweise. Also nur bei wirtschaftlichem Zweck des Geschäfts. Beispiel Waffeleisenkauf für den Verkauf von Waffeln zur Einnahmeziehung. Das ist ein wirtschaftlicher Zweck. Die können im Rahmen eines Schadensersatzes geltend gemacht werden. Warum? Es sind doch trotzdem weiterhin freiwillige Aufwendungen. Weil man davon ausgeht, dass bei einem wirtschaftlichen Zweck eines Geschäfts die Kosten, die ich freiwillig aufwende, um dieses Geschäft dann später durchzuführen, sich irgendwann rentieren, also eine Amortisierung eintritt dieser Aufwendungen und sozusagen sich das Geschäft insgesamt rentiert. Und wenn diese Rentabilität dieser Aufwendungen dann frustriert ist, dann ist das quasi doch unfreiwillig. Also man macht aus freiwilligen Vermögensopfern im wirtschaftlichen Kontext, bei wirtschaftlichen Zweck des Geschäfts, tatsächlich ein unfreiwilliges Vermögensopfer, weil sozusagen aus der wirtschaftlichen Kalkulation eines Geschäfts vermutet wird, dass derjenige, der sozusagen Vertragsdurchführungskosten aufwendet, die sozusagen einpreist in die Vertragsverhandlung und sie sich dann am Ende rentieren werden. Anders als Private, die für so eine Vertragsdurchführung Aufwendungen tätigen, die tätigen sie aus privatem Zweck, da rentiert sich nichts, die fallen sowieso an. Deswegen sind das keine unfreiwilligen Vermögensopfer, sondern privat. Hier haben wir eine Rechtsprechung dazu beim Stadthallenfall. Ja, der sogenannte Stadthallenfall, da ging es darum, eine Partei aus dem rechten Rand hatte eine Stadthalle gemietet für eine Kundgebung und hatte sozusagen auch schon Aufwendungen getätigt, irgendwelche Banner angebracht und so weiter, dies und das und jenes. Und hier war es so, also für so eine politische Kundgebung. Ja, dann gab es eine öffentliche Diskussion mit dieser Partei und die Frage, verfolgt diese Veranstaltung jetzt hier einen Zweck, der von der Gemeinde, die diese Stadthalle vermietet hat, auch noch gedeckt ist. Und der Stadtrat hat entschieden, nee, das ist nicht so, wir untersagen diese Veranstaltung. Wir kündigen sozusagen den Mietvertrag. Ja. Da gab es natürlich einen Streit darüber, ob dieser Mietvertrag dann durchgeführt werden darf, ja oder nein. Ja, gab an vielen Orten im Bundesgebiet gab es solche Situationen, wo die Stadthalle dann nicht vergeben worden ist. Und Sie kennen das sicherlich, oder ja, Verwaltungsrecht haben Sie jetzt noch nicht gemacht. Ja, Verwaltungsrecht kommt jetzt erst, oder? Im nächsten Semester, oder? Da werden Sie es kennenlernen, sozusagen mit so Vergabefällen, Gemeindeanlagen, die dann irgendwie vergeben werden an politische Parteien. Da gibt es oft Streit, gerade wenn sozusagen Parteien am Rande sozusagen des demokratischen Spektrums sind und sozusagen nicht unter die demokratischen Prinzipien passen. Also da möchte man sozusagen nicht vermitteln. Das war ein zivilrechtlicher Fall. Da geht es um Zivilrecht. Und die Gemeinde hatte also diesen Mietvertrag gekündigt, gesagt, nee, wir vermieten nicht. Und damit ist die Veranstaltung ausgefallen. Jetzt war die Frage, was ist mit den ganzen Kosten, die diese Partei aufgewendet hat, für die Redner, Reisekosten, Hotelkosten, Plakate und so weiter. Das sind ja alles Aufwendungen. Können die als Schaden ersetzt werden? Ja? Und da hat der BGH ja vorher schon gesagt, schon viele Jahre zurück, ja, 86 ist jetzt sogar die Entscheidung, schon davor, dass eben Schadensersatz wegen Nichterfüllung hieß es da noch, ja, Schadensersatz statt der Leistung heißt es heute, eben auch erbracht werden kann, verlangt werden kann für nutzlos gewordene Aufwendungen. Das geht, wenn diese im Rahmen der Rentabilitätsvermutung eben ersatzfähig sind, sprich, wie es hier heißt, der Vermutung, dass der enttäuschte Vertragspartner seine Aufwendungen auch durch Vorteile aus der vereinbarten Gegenleistung wieder erwirtschaftet hätte. Das ist der Hintergrund. Und jetzt war die Preisfrage natürlich im konkreten Fall, ist sozusagen die Parteiveranstaltung ein wirtschaftlicher Zweck, der sozusagen wo sozusagen die Gegenleistung wieder reingewirtschaftet
wird. Und da hat der BGH gesagt, nein, das ist nicht so. Bei der politischen Partei ist der ideelle Zweck dahinter. Das ist sozusagen politische Meinungsbildungsveranstaltung. Da geht es nicht um wirtschaftliche Zwecke. Und damit war sozusagen klar, dass das nicht im Rahmen der Rentabilitätsvermutung geltend gemacht werden könnte. Jetzt würden Sie sagen, da gibt es ja den 284. Warum sind die nicht auf den 284 gegangen? Weil da sind ja auf jeden Fall Aufwendungen zu ersetzen. Neben dem Schadensersatz statt Leistung, den gab es damals noch nicht. Den gab es damals noch nicht. Da würde man heute sozusagen, gibt es erst seit 2001, ja, neues Schuldrecht in Anführungszeichen, da würde man dann heute auf den 284 gehen. Ja. Da sind nämlich auch ideelle Aufwendungen drin. Gut, wir schauen uns die Voraussetzungen an. 284 sagt, Vorliegen eines Schadensersatzes statt der Leistung. Das lesen wir aus dem Wörtchen anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung. Das heißt, wir brauchen hier, wenn wir einen Aufwendungsersatz geltend machen wollen, immer auch die Tatbestandsvoraussetzungen des Schadensersatzes statt der Leistung, mit Ausnahme natürlich des Vorliegens eines kausalen Schadens. Ja. Warum mit Ausnahme des Vorliegens eines kausalen Schadens? Naja, die Aufwendungen sind ja gerade freiwillige Vermögensopfer und damit kein Schaden. Ist sozusagen ein anderer Ersatzposten, auf den ich abziele. Das heißt, ich brauche das Erfordernis eines vorliegenden kausalen Schadens nicht. Ja? Sonst könnte ich ja gleich den Schadensersatz statt der Leistung finden. Also es muss kein Schadensposten vorliegen. Es müssen nur die Tatbestandsvoraussetzungen des Schadensersatz statt der Leistung vorliegen. Also Schuldverhältnis, Pflichtverletzung. Ja, zum Beispiel eine Möglichkeit und Vertretung ist sehr unmöglich. Ja? Der entgangene Gewinn ist sozusagen ein Schadensposten. Das ist keine Aufwendung. Weil der entgangene Gewinn ist ja kein Vermögensopfer, das ich freiwillig tätige. Sondern es ist ein Gewinn, der mir entgeht, also ein Vermögensopfer, das ich erleide, weil die Leistung, so wie sie geschuldet war, ausbleibt. Das heißt, es ist ein unfreiwilliges Vermögensopfer und damit immer ein Schaden. Andersrum funktioniert es sozusagen nicht, dass ich den Schadensposten als Aufwendung deklariere. Zumindest nicht hier. Es gibt schon einen Punkt im Rahmen des GOA-Rechts, wo das andersrum auch funktioniert, kommen wir noch dazu, wenn wir GOA-Recht machen. Aber hier funktioniert das nicht. Beim entgangenen Gewinn, das ist immer Schaden. Ja. Das heißt, den kann ich nicht im Rahmen des 284 ersetzen. Also ich muss mir ganz genau überlegen, wenn ich so eine Situation habe, dass die Leistung ausbleibt, ich Schaden habe und Aufwendungen habe, was rentiert sich mehr? Rentiert sich eher, den Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen oder den Aufwendungsansatz zu verlangen, weil beides kombinieren kann ich nicht. Außer ich habe einen Aufwendungsposten, also freiwilliges Vermögensopfer, das ich ausnahmsweise im Rahmen der Rentabilitätsvermutung als Schaden deklarieren kann. Also umtopfen kann, ja, in den Schadenstopf rüberziehen kann, dann kann ich den Schadenersatz geltend machen. Das bringt mir dann mehr. Aber sonst muss ich immer abwägen. Also wenn Sie mal so in einer Anwaltssituation sind, ja, die meisten von Ihnen werden ja Anwälte werden, wenn Sie Anwalt sind oder Anwältin und dann haben Sie Mandanten, der sagt, okay, wir haben jetzt so einen Fall, was machen wir denn jetzt? Da müssen Sie sehr genau prüfen, eignet es sich mehr im konkreten Fall, ist Ihrem Mandanteninteresse mehr gedient, damit sozusagen einen Schadensersatz geltend zu machen, weil mehr rauskommt. Oder den Aufhebungsersatz. Gut, gibt auch Klausuren, wo Sie dann sozusagen eine Entscheidung treffen müssen, ne? Das ist abgefragt. Aber die ist Genau. Also das könnten Sie als sozusagen freiwilliges Vermögensopfer im Rahmen der Rentabilitätsvermutung als Schaden deklarieren und dann als Schadensersatz geltend machen und dann würde auch der entgangene Gewinn als Schadensposten natürlich zusätzlich hinzukommen. Ja, klar. Gut. Was sind die weiteren Voraussetzungen? Also wir brauchen die Voraussetzung des Schadensersatz statt der Leistung, um den Aufwendungsersatz geltend machen zu können. Dann steht hier drin, ich muss die Leistung, die Aufwendung, die Vermögensopfer im Vertrauen auf die vertragsgemäße Leistung tätigen. Das ist auch einfach ein Prüfungspunkt. Da habe ich die sozusagen im Vertrauen auf die Leistung getätigt, ja oder nein? Also aus objektiver Perspektive schauen wir uns das natürlich an. Hat der Gläubiger hier tatsächlich diese Aufwendung getätigt mit Blick auf die
das Empfangen der Leistung oder aus anderen Gründen. Ja, wenn es andere Gründe waren, gibt es keinen Aufwendungsersatz. Und dann müssen diese Aufwendungen auch angemessen sein. Also Angemessenheit als Prüfungspunkt. Warum angemessen? Im Wortlaut steht, billigerweise machen durfte. Das ist eine Angemessenheitsprüfung. Also da schauen wir uns an, sind das jetzt Aufwendungen, die gerechtfertigt sind oder ist es zu viel? Ja? Also wenn ich jetzt für so einen Waffelstand, wie gesagt, normale Waffeleisen ist okay, 102 Stück für so einen Stand. 120 Waffeleisen zu viel. Ja, da kann ich nicht die sozusagen den gesamten Einkauf von 120 Waffeleisen plötzlich sozusagen dem anderen, dem Verkäufer, dem Lieferanten der Eier in Rechnung stellen. Das geht nicht, weil das nicht billigerweise dem Geschäftszweck entspricht. Oder ein vergoldetes Waffeleisen. Ja, das ist sozusagen viel zu viel. Ja. Gut, also Luxusaufwendungen und voreilige Aufwendungen fallen eben raus. Ja. Ich habe hier auch das Beispiel Rahmen für überteurer Rahmen für ein Bild. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen irgendwo bei einem örtlichen Künstler für 200 Euro irgendwie ein Bild. Ja. Wollen irgendwie ein schönes Bild, das Ihnen gefällt, was weiß ich, der Harz im Nebel oder so. Ja. Sehe ich irgendwie so ein Bild, ja. Brocken im Nebel. Ja. Wollen sich aufhängen und dann kaufen sich einen Rahmen für 5.000 Euro. Ja, und dann bleibt die Leistung aus, weil das Bild zerstört wird. Und dann können Sie nicht die Kosten für diesen Rahmen, 5.000 Euro, sozusagen dem Verkäufer in Rechnung stellen, weil das sozusagen Luxusaufwendungen sind, die über das, was man billigerweise machen kann, hinausgehen. Also wenn Sie ein 200-Euro-Bild haben und einen 5.000-Euro-Rahmen reinhängen, ja, da ist sozusagen der Rahmen das Fundstück, ja, und nicht das Bild. Gut, dann müssen die Aufwendungen natürlich fruchtlos sein. Ja, also der Zweck dieser Aufwendung muss verfehlt sein. Wenn Sie Eier und Mehl kaufen, um Waffeln zu backen, das Waffelbacken fällt aus, weil die Eier nicht kommen, dann ist sozusagen der Zweck verfehlt. Ja, also es muss um eine Zweckverfehlung der Aufwendungen gehen. Sie müssen fruchtlos sein. Welcher Zweck ist hier egal? Ja, beim 284 ist es egal, ob es ein ideeller Zweck ist oder ein kommerzieller Zweck. Beides ist umfasst. Man herrscht eine Meinung, es gibt einen Streit, der sagt, wirtschaftliche Zwecke fallen vielleicht doch nicht runter, weil wir eine Rentabilitätsvermutung haben. Und jetzt Gegenansicht, die sagt, die Rentabilitätsvermutung die ist mit dem Einführen des 284 abgeschafft worden. Ist auch eine Mindermeinung. Die Herstellung geht davon aus, wirtschaftliche Zwecke sowohl als Schaden als auch unter 284. 284 umfasst aber über den kommerziellen Zweck der Aufwendung auch ideelle Zwecke noch mit hinzu. Statthalter. Ja? Deswegen hier erwähnt, das heißt, der Statthalterfall heute würde man ihn über 284 lösen. Gut, und dann müssen sozusagen, muss noch klar sein, die Zweckverfehlung muss beruhen auf der Pflichtverletzung. Alles andere wäre ja auch ungerecht, wenn ich sozusagen dem Verkäufer jetzt Aufwendungen aufbürde, die deswegen zwecklos geworden sind, aus anderem Grunde als durch seine Nichtleistung zwecklos geworden sind. Und deswegen brauchen wir hier auch eine Kausalität. Wird vermutet, das sieht man auch wieder im Wortlaut, hier heißt es sei denn, deren Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht eingetreten, nicht erreicht worden. Das ist sozusagen der Hinweis darauf, wird vermutet, dass die Zweckverfehlung auf der Pflichtverletzung beruht, der Verkäufer, der Schuldner dieser Aufwendungen, der kann sich dann sozusagen das Gegenteil beweisen, muss das Gegenteil beweisen, um den Aufwendungsersatzanspruch zum Fallen zu bringen. Gut, und dann haben wir es schon quasi. Ja, das ist sozusagen der Aufwendungsersatz. Voraussetzung ist relativ einfach. Wichtig ist, dass Sie sich merken, was wir hier zum Schluss haben. Das ist der Aufwendungsersatz nach 284 ist alternativ zum Schaden als Stattleistung. Das heißt, Sie können entweder Schaden als Stattleistung oder den Aufwendungsersatz verlangen. Kombinierbar ist das natürlich im Schadensersatz neben der Leistung schon. Ja, das geht und dem Rücktritt, das ist kein Problem. Steht ja im Wortlaut ganz klar drin, anstelle des Schadensersatzes Stand der Leistung. Ganz einfach. So, die Voraussetzungen sind auch easy. Ja, bei 284 vorliegen der Voraussetzung Schadensersatz statt der Leistung mit Ausnahme des Schadenserfordernisses. Aufwendungen im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung, Angemessenheit der Aufwendungen, Fruchtlosigkeit der Aufwendungen und Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Zweckverfehlung. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Punkt, den wir durchnehmen müssen von der
aus dem Bereich der Rechtsbehelfe bei Leistungsstörung wegen Unmöglichkeit. Das ist der Rücktritt vom Vertrag wegen Unmöglichkeit. Da haben Sie das Prüfungsschema ist auch ganz einfach. Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht. Ja, Rücktritt bewirkt, dass die Vertragspflichten erlöschen und sich wandeln in ein rückabwickeltes Schuldverhältnis. Das haben wir auch schon mehrmals gelesen, in 346.1. Die empfangenen Leistungen sind zurückzugewähren. Ja, im Fall des Rücktritts und die Leistungspflichten erlöschen entsprechend. Das ist deswegen Gestaltung. Ja. Rücktritt wandelt sozusagen das Schuldverhältnis in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis. Und wie es bei Gestaltungsrechten immer ist, Sie brauchen eigentlich nur drei Punkte, die Sie abprüfen müssen. Erstens Gestaltungsrecht, zweitens Gestaltungserklärung und drittens Gestaltungswissen. Ja. Das sind die drei Punkte, die Sie abgreifen müssen. Und beim Rücktritt wegen Möglichkeit sogar noch einfacher. Sie haben die Rücktrittserklärung, die ist geregelt in 349, das Rücktrittsrecht, das vorausgesetzt wird in 346.1, ist hier ein gesetzliches, das kommt bei der Unmöglichkeit aus dem 326 Absatz 5. Schauen Sie da mal rein, 326 Absatz 5, haben wir auch schon kennengelernt. Braucht der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger zurücktreten. Rücktrittsrecht kommt bei Unmöglichkeit der Leistung, kann der Gläubiger der Leistung eben zurücktreten. Auf den Rücktritt findet 323 mit der Maßgabe entsprechender Anwendung, dass die Fristsetzung entbehrlich ist. Das heißt, anders als bei 323, dem Rücktritt bei Pflichtverletzung, ist eben keine Fristsetzung erforderlich bei der Unmöglichkeit, macht ja auch keinen Sinn. Die Leistung ist ja unmöglich, kann nicht erbracht werden. Wenn ich jetzt eine Frist zur Leistung setze und die Leistung trotzdem nicht kommt, ist das bloße Fabelei. Das heißt, 326.5 verzichtet zu Recht auf die Fristsetzung. Das muss man natürlich trotzdem in der Prüfung hinschreiben, ja, dass keine Fristsetzung erforderlich ist. Also braucht man den dritten Punkt, den Prüfungspunkt schon. Und dann kommt die Rechtsfolge 346.1, ist sozusagen die Rückgewähr der Leistung. So. Die Frage ist, wo prüfen Sie jetzt den Rücktritt eigentlich? Und da haben Sie zwei Möglichkeiten, was Sie prüfen können. Ja. Wie sozusagen eine Rücktrittklausur auf Sie zukommen kann. Klar können Sie einen Anspruch prüfen, der geltend gemacht wird, der dann erlischt durch den Rücktritt. Ja, also zum Beispiel ein Kaufpreiszahlungsanspruch des Verkäufers gegen den Käufer, der dann geprüft wird und dann mit Rücktritt eben erlischt in sozusagen im Rückabwicklungsschuldverhältnis gewandelt wird. Das heißt, da würden Sie den Rücktrittsgrund und so weiter, das Rücktrittsrecht prüfen beim Erlöschen des Anspruchs. Jetzt können Sie aber auch beim Entstehen des Anspruchs einen Rücktritt prüfen. Warum? Weil Sie natürlich möglicherweise einen Rückgewähranspruch prüfen. Also Sie beispielsweise den Kaufpreis gezahlt haben, die Leistung aber auch bleibt, dann wollen Sie natürlich den Kaufpreis zurück haben. Da habe ich ihn zurückgekürzt. So, dann prüfen Sie einen Anspruch aus 346.1. 346.1 ist die Rechtsfolge beim Rücktritt auf Rückgewähr der Leistung. Wenn Sie da mal kurz reinschauen. 346 Absatz 1 ist die Anspruchsgrundlage. Hat eine Vertragspartei sich vertraglichen Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu? 326 Absatz 5 könnte man zum Beispiel rechts daneben an den Rand schreiben, damit man 326 Absatz 5 sich auch merkt. So sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Das heißt, Anspruchsziel, Rückgewähr des Kaufpreises aus 346 Absatz 1. Und dann prüft man die Rücktrittsvoraussetzungen eben beim Entstehen des Anspruchs. Also was ist da Anspruchsvoraussetzung? Erstens, Sie haben Schuldverhältnis. Zweitens, Sie brauchen den Rücktritt vom Schuldverhältnis. Drittens, die Leistung muss schon erbracht worden sein. Und dann haben Sie einen Rückgewähranspruch. Gut, also auch da können Sie einen Rücktritt bei dem Anspruchsentstehen prüfen. Gut, das war sozusagen die letzte Einheit. Jetzt haben wir lange gesabbelt hier, aber ich glaube, es war doch nochmal ganz wichtig, dass wir doch noch ein bisschen mehr über die Leistungsstörungen reden hier zum Reinkommen. Ja? Gut, jetzt haben wir aber noch die Einheit, die wir heute noch machen wollen, vielleicht nicht mehr ganz, ja, vor uns. Und da geht es jetzt sozusagen um die Leistungsstörungen, die bestehen bei möglicher Leistung. Also wir haben jetzt den einen Punkt hier, die linke Seite, haben wir abgehandelt. Was passiert, wenn die Leistung ausbleibt wegen der Möglichkeit? Welche Rechtsbehelfe kann ich dann
machen. Welche kann ich machen? Kann ich Stadtbegleitung, Aufwendungsersatz, Rücktritt? Das haben wir angeschaut. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Sozusagen, was ist, wenn die Leistung noch möglich ist und gestört wird? Und da schauen wir uns natürlich alle Pflichtverletzungen entsprechend an. Was ist, wenn sie gar nicht kommt, obwohl sie möglich ist, also einfach nicht geleistet wird, weil der Schuldner keinen Bock hat? Ja? Zweitens, was ist, wenn er leistet, aber schlecht leistet? Drittens, was ist, wenn er leistet, aber verspätet leistet, also später leistet, als er eigentlich leisten müsste? So, und diese Pflichtverletzungen schauen wir uns an. Und heute und wahrscheinlich den Rest der Einheit noch morgen schauen wir uns an, was passiert denn eigentlich, wenn er schlecht leistet und dabei was passiert und was ist, wenn er verzögert leistet, also verspätet leistet. Gut, und jetzt beginnen wir einfach mal nochmal mit der Draufsicht hier auf diese Schadensersatzkategorien und vergegenwärtigen uns nochmal, dass wir heute insbesondere sind im Bereich des Schadensersatzes neben der Leistung. Warum? Wir wollen ja schauen, was passiert, wenn die Leistung möglich ist und eine Schlechtleistung oder eine verspätete Leistung erfolgt, aber ein Schaden eintritt, der neben der Leistung passiert. Also der Schadensersatz statt der Leistung, den machen wir danach. Das ist der problematischere Fall. Deswegen schauen wir uns erstmal die unproblematischen. So, also nochmal zum Vergegenwärtigen: Schadensersatz statt der Leistung, Schadensersatz neben der Leistung, Schadensersatz statt der Leistung, der Schaden, der auf dem endgültigen Ausbleiben der Leistung beruht, und Schadensersatz neben der Leistung, der Schaden, der eingetreten ist, unabhängig davon, ob die Leistung noch kommt oder nicht. Und hier beim Schadensersatz neben der Leistung haben wir zwei Schadensphänomene zu unterscheiden. Den einfachen Schadensersatz neben der Leistung. Das ist auch die einfachste Prüfung, das ist nämlich nur der 280.1. Das ist jeder Schaden, der neben der Leistung eben eingetreten ist. Und der kann beruhen natürlich entweder auf einer Schlechtleistung, ja, oder natürlich auf Verletzung von nicht leistungsbezogenen Pflichten. Wir konzentrieren uns heute eben hier bei unserem Schema eben auf die Schlechtleistung. Die Schlechtleistung herbeigeführten Schadensersatz neben der Leistung. Bei der Verletzung nicht leistungsbezogener Pflichten läuft der aber ganz genauso. Also das ist eins zu eins dasselbe. So, also der einfache Schadensersatz neben der Leistung, das war beispielsweise die Kaffeemaschine, die geliefert wird, die mangelhaft ist und wo dann an anderen Rechtsgütern bei mir als an der konkreten Kaufsache ein Schaden eintritt. Beispielsweise der Körper verletzt wird durch Verbrennungen. Ja. In diesem Fall ist ganz klar, es ist ein einfacher Schadensersatz, der eingetreten ist, unabhängig davon, ob die Sache noch repariert wird oder nicht. Schadensersatz neben der Leistung, der wird behandelt ganz einfach nach 280.1. Das heißt, ich brauche ein Schuldverhältnis, eine Pflichtverletzung, und vertreten ist fertig. Ja? Und natürlich kausalen Schaden, dann fertig. So, und auch Schadensersatz neben der Leistung ist der Schadensersatz wegen der Verzögerung der Leistung, also der Verzugsschadensersatz, der nach 280.1 2286 ersetzt wird. Das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. 280.1 ist wieder die Verweisungsnorm. Dann der Absatz 2, dort heißt es, Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen 286 verlangen. Also der 280, wenn wir mit dem 280 in der Prüfung anfangen, sie kommen automatisch auf die anderen Normen. Ja? Also das Gesetz ist da schon klug gewesen. Wenn Sie in den Absatz 2 lesen, unterstreichen Sie einfach das Wort Verzögerung, dann wissen Sie ganz genau, das ist der Verzugsschadensersatz, und zwar der Verzugsschadensersatz beim Schuldnerverzug, wenn der Schuldner im Verzug ist. Und der Schuldnerverzug ist eben geregelt in 286. Der sagt uns eben, leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Volligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Ja? Das heißt, der 280.1 2286 regelt lediglich den Fall, dass die Leistung kommt, aber sie verspätet kommt. Ja? Die Leistung ist mangelfrei, aber halt zu spät. Ja? Und nur dieser Schaden, dieser Verspätungsschaden, der wird in 286 erfasst. Nicht der Schlechtleistungsschaden, der durch den Scha der Schaden, der durch einen Mangel sozusagen herbeigeführt wird, sondern der Schaden, der durch die Verzögerung der Leistung, der rechtzeitigen Leistung entsteht. Der ist Verzugsschadensersatz.
So, und das schauen wir uns jetzt einfach mal detailliert an, ja, wie das so läuft. Und jetzt fangen wir mal an mit dem einfachsten Schadensersatz, dem einfachen Schadensersatz neben der Leistung, Anspruchsgrundlage 280.1. Dort heißt es, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Das gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Das kennen wir schon, das ist ganz easy. Wir prüfen also ganz einfach die Voraussetzung, besteht ein Schuldverhältnis, ist eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt worden. Hat der Schuldner diese Pflichtverletzung nicht zu vertreten, wird sogar vermutet, zwar von zwei und dritten, viertens, ist daraus ein Schaden entstanden. So, natürlich ein Schaden neben der Leistung. Sonst wären wir ja im Schadensersatz statt der Leistung. Es geht also hier beim einfachen Schadensersatz um Begleitschäden. Ja? Mangelbedingte Begleitschäden. Ich leiste eine Kaffeemaschine, die einen Defekt hat. Durch den Defekt werden andere Rechtsgüter des Gläubigers verletzt, beispielsweise der Körper geschädigt. Ja. Sie kaufen ein Auto, das einen defekten Gaszug hat, ja, wo sozusagen, wenn Sie wissen ja, wie das ist beim Autofahren, ja, die meisten haben ja einen Führerschein, wenn Sie aufs Gaspedal drücken und das dann wieder loslassen, ja, was macht das Auto dann? Nicht weiterfahren. Ja. Wenn jetzt der Gaszug, dieser Rückholzug, der das Gaspedal zurückholt, defekt ist, ja, stellen Sie sich vor, ja, Sie haben gerade ein neues Auto gekauft, ja, fahren auf Ihre Garage zu, denken sich, super. Garagentor auf, vielleicht sogar so eine Fernbedienung auf dem Auto raus. Dann wollen Sie reinfahren, den neuen Wagen, die Einfahrt einfach in das Garagentor rein. Und dann sagen Sie sich, okay, Sie fahren behutsam rein und dann wollen Sie vor der Betonwand anhalten. Ja? Und dann drücken Sie aufs Gas, nehmen den Fuß vom Gas, wollen dann locker ausrollen und der hört einfach nicht auf, Gas zu geben. Und dann fahren Sie damit Vollgas gegen die Wand. Neues Auto hin. Blöd, ja, blöd. Dann ist die Frage, der Schaden an der Wand, würde der durch eine Reparatur des Gaszugs entfallen? Natürlich nicht. Ja. Wenn jetzt der Autohersteller, der Verkäufer kommt und sagt, er baut da den Gaszug, repariert er, dann wird der Schaden an der Wand trotzdem nicht beseitigt. Also der ist in anderen Rechtsgütern des Gläubigers, ist ein Schaden eingetreten, der endgültig eingetreten ist, und unabhängig davon, ob die Leistung am Ende nochmal kommt, ja, ob der nochmal ordnungsgemäß nacherfüllt, der Verkäufer. Der Schaden ist eingetreten, die Wand ist kaputt oder zumindest hat Kratzer oder das, was einen anderen Gegenstand, der Betonwand ist hart, ja, härter als so Plastik-Stoßstange. Nehmen Sie an, Sie haben da ein tolles Rad stehen, ja, das kaputt ist, ja, oder was auch immer, den alten Kinderwagen, den sie so lieben und den dann ihre Kinder haben sollen, zerstört, zerstört. Und da ist die Frage, wie kann dieser Schaden ersetzt? Und das ganz klar nach 281. Das sind Begleitschaden. Ja? Es gibt eine mangelhafte Leistung, der Gaszug ist defekt, eine Pflichtverletzung aus dem Schuldverhältnis, nämlich 433 Absatz 1 und 2 zum Mangel, sachmangelfreien Leistungsverletzt worden und daran auch an diese Pflichtverletzung, durch diese Pflichtverletzung ist ein Schaden entstanden, und zwar ein Schaden, der ein Schadensposten neben der Leistung ist, also der endgültig eingetreten ist, unabhängig davon, ob die Leistung noch ordnungsgemäß erbracht wird oder nacherfüllt wird. Und dieser Schaden, der sogenannte Begleitschaden, der fällt in den 280.1. Bei anderen Schäden, sozusagen der Schaden am Auto selber, der entsteht durch sozusagen einen Sachmangel, ja, der Mangelfolgeschaden, der sozusagen dazu führt, also der Mangelschaden ist ja sozusagen der defekte Gaszug. Und dieser defekte Gaszug führt ja dazu, dass das Auto weiter zerstört wird. Ja? Also zum Beispiel vorne die Stoßstange kaputt geht, weil es gegen die Wand kracht. Ja? Und dieser Schaden, das ist ein Mangelfolgeschaden, der kann natürlich als Schaden statt der Leistung sozusagen mit verlangt werden. Das ist ja ein und dieselbe Sache. Ja? Und da kann sozusagen dieser Schaden statt der Leistung. Ja, oder der Schaden, der entsteht, weil sie das Auto dann nicht nutzen können, weil sie in die Werkstatt gehen. Ja? Und sie sozusagen Ersatz, Mietwagen sich nehmen müssen. Solches. Das sind Schäden, die statt der Leistung einzuordnen sind. Schadensersatz statt der Leistung ist eben nach den zusätzlichen Voraussetzungen 281.3.2.3.82 zu ersetzen bei möglicher Leistung. So, das heißt, der Schadensersatz statt der Leistung, der neben der Leistung nach 281 erfasst Begleitschäden, die endgültig eingetreten sind, nicht umfasst sind allerdings die Schäden, die Schadensersatz statt der Leistung sind, die also an die Stelle der Leistung treten, sozusagen auf dem endgültigen Ausbleiben der Leistung beruhen. Die sind natürlich Schadensersatz statt der Leistung zu erfassen, machen wir noch. Und nicht umfasst von 281
als Begleitschaden ist auch der Verzögerungsschaden. Ja? Weil der ja gerade von 286 und 280.1.2, das ist mal gesagt. Also bei 281 nur der Rest. Bei der Pflichtverletzung ist es so, wir haben jetzt hier ein Beispiel in der Grafik die leistungsbezogene Pflicht gesehen. Ja, eine Pflichtverletzung ist dann eine Schlechtleistung. Wir können natürlich auch eine Nebenpflicht verletzt haben. Das schauen wir uns nochmal genauer an in Paragraph 30. Da haben wir sozusagen eine eigene Einheit nochmal zu den Verletzungen von Nebenpflichten. Hauptanwendungsfall ist aber hier sozusagen der Begleitschaden, Mangelfolgeschaden, wie ich sie auch genannt habe. Defekter Gaszug führt zu defekter Wand in der Garage oder Kaffeemaschine verletzt mich sozusagen als Begleitschaden in meiner körperlichen Gesundheit. Gut, noch ein Beispielsfall. Der A beauftragt den B mit dem Einstellen der Bremsen seines Fahrrads. B stellt die Bremsen zwar ein, vergisst aber die Feststellschraube des Bremszugs mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. Beim Bremsen, stärkeren Bremsen, löst sich der Zug und A erleidet beim daraus resultierenden Unfall Schäden an Gesundheit und Kleidung. Also Sie können sich das vorstellen. Wer von Ihnen fährt denn gern Fahrrad? Ein paar outen sich. Ja. Also stellen Sie sich vor, Sie machen mal eine Ausfahrt, ja. Wollen in den Solling, ja. Wollen dahinter fahren nach Hadixen, dann geht es dann hinten rum rauf, fahren dann da durch den Wald. Ja. Und dann geht es einmal steil bergauf und dann steil bergab. Und jetzt kommen wir da lang, haben gerade das Rad beim Einstellen der Bremsen gehabt und jetzt müssen sie echt in die Eisen treten, weil irgendwo, dass er sich irgendein Viech über die Straße läuft. Ja. Sie müssen bremsen. Sie ziehen den Bremszug, was passiert? Nichts, weil die Feststellschraube für den Bremszug nicht fest genug ist, das Bremsseil durchrauscht, ja, sie ziehen kräftig, die Bremse greift nicht, sie fahren voll in dieses Viech rein, verunfallen, fallen auf den Boden, Kleidung kaputt, aufgewälzt, blutige Ellenbogen, vielleicht sogar ein Knochenbruch. Ja. Blöd. So, jetzt ist die Frage, was ist das für ein Schaden, der da eingetreten ist? Dann ist es ganz klar, das ist auch ein Schaden, der eingetreten ist, der ist endgültig. Ja, wenn Sie jetzt zum Mechaniker gehen und sagen, du, die Feststellschraube war nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen, musst noch mal ein bisschen kräftiger nachziehen, mach das mal, und der macht das, davon wird Ihre Kleidung auch nicht heile und der Arm auch nicht wieder gesund. Ja. Das ist ein Schaden, der ist unabhängig von dem endgültigen Ausbleiben der Leistung. Worauf beruht dieser Schaden? Also was ist die Pflichtverletzung? Die Pflichtverletzung ist ganz klar, ist eine Schlechtleistung. Die Leistung, die der Mechaniker zu erbringen hat, ist das ordnungsgemäße Einstellen der Bremse und dazu gehört es auch, die Feststellschraube und den Bremszug hinreichend festzuziehen. Ja. Vorausgesetzt, Sie haben so eine Feststellschraube, ja, keine hydraulische Schaltbremse. Aber nehmen wir das mal so an. Ja. Da muss man das ordentlich festziehen. Wenn das nicht ordentlich gemacht wird, ist es eine schlechte Leistung. Die Leistung ist nicht wie geduldet erbracht. Und damit beruht sozusagen der Schaden auf der Pflichtverletzung schlechter ist. Ja, es ist also ein klassischer Mangelfolgeschaden, Begleitschaden. Lösung: A hat also einen Anspruch aus 281 BGB, das ist eine Schlechtleistung aufgrund Gesundheits- und Sachschäden, da der B seine leistungsbezogene Pflicht ordnungsgemäß Bremseinstellung aus dem Werkvertrag, Feststellschraube einstellen, der Bremse einstellen, schuldhaft schlecht erfüllt hat. Warum schuldhaft? Weil das Verschulden vermutet wird und wir keine gegenteiligen Anhaltspunkte im Sachverhalt haben, die den wie hier exkulpieren können. So, Prüfungspunkte ganz einfach. Wir fragen uns, wenn wir diesen Schadensersatzanspruch prüfen müssen, erstens, besteht denn ein Schuldverhältnis? Da würden Sie dann reinprüfen, besteht hier zwischen A und B ein wirksamer Werkvertrag? Denn der Werkvertrag, der zielt auf die Herstellung eines Erfolges ab. Und wenn Sie so einen Mechaniker mit der Einstellung einer Bremse beauftragen, dann wollen Sie natürlich, dass hinterher die Bremse angestrengt ist. Ja, das wollen Sie. Sie wollen nicht, dass der nur sein Bestes gibt. Ja, wie beim Dienstvertrag. Und Sie schließen auch keinen Kaufvertrag ab, weil Sie bezahlen was zwar dafür, aber es ist sozusagen keine Übergabe und Übereignung einer Sache geschuldet. Ja, die Sache gehört ihm. Sondern der soll nur die Bremse einstellen. Und das ist ein Werkvertrag. Also es ist ein Erfolg geschuldet. Und wenn dieser Erfolg nicht eintritt, ja, weil sozusagen eine Schlechtleistung vorliegt, dann liegt eben eine Pflichtverletzung entsprechend vor. Also Sie prüfen hier das bestehende Schuldverhältnis, Werkvertrag, ganz klar, geschuldet ist der Erfolg.
Dann brauchen Sie Pflichtverletzung aus dem Schuldverhältnis. Ja, ordnungsgemäße Einstellen der Bremse ist nicht erfolgt. Haben wir hier ganz klar. Dann brauchen Sie vertreten müssen. Das wird vermutet, 280.1.2. Gegenteilige Anhaltspunkte aus dem Sachverhalt nicht ersichtlich, die diese Vermutung widerlegen könnten. Und drittens, Sie brauchen Kausalen auf der Pflichtverletzung beruhenden Schaden. Durch die fehlerhaft eingestellte Bremse hat sich beim Bremsvorgang das Bremsseil gelöst. Der Bremsvorgang wurde nicht ordnungsgemäß angesteuert. Dadurch kam der Fahrer zum Unfall, dadurch ist der Schaden entstanden, Kausalkette plus. Ja, also ganz klar, wie man das dann prüft. Gut, jetzt machen wir noch die letzten 10 Minuten den Verzugsschaden. So. Wir haben jetzt gesehen, wenn eine mögliche Leistung schlecht erfüllt wird und dadurch ein Begleitschaden eintritt, also an Rechtsgütern des Gläubigers eintritt, die jetzt nicht von, die sozusagen nicht den Gegenstand der Leistungspflicht betreffen, sondern andere Rechtsgüter betreffen. Integritätsinteresse, würde Grigolein Riem sagen. Lorenz würde sagen, ein Schaden, der eintritt und durch eine Nacherfüllung nicht beseitigt werden würde, Zauberformel. Ja. Wenn wir so einen Schaden haben, der eintritt, dann haben wir einen Schadensersatz neben der Leistung, der wird ersetzt durch den 281 als Begleitschaden. So, jetzt schauen wir uns den anderen Schadensersatz neben der Leistung an, der Schaden, der eintritt, weil die Leistung zwar ordnungsgemäß kommt, aber eben zu spät. Ja, also ein Verspätungsschaden. Der Schaden, der darauf beruht, dass die Leistung einfach später kommt, als sie eigentlich geschuldet ist. Und das ist der Verzögerungsschaden. Und da wissen wir, dass der 281 zwar auch einen Schadensersatz bei Pflichtverletzung vorsieht, aber mit Blick auf den Schaden, der durch die Verzögerung der Leistung eintritt, eben nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des 286. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den 286 an, was der 286 regelt. Der 286 macht nichts anderes eigentlich, als den Verzugseintritt beim Schuldnerverzug festzulegen, zu regeln. Der 286 alleine ist daher keine Anspruchsgrundlage, sondern eine Wirknorm, die lediglich bewirkt, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind, dass der Schuldner im Verzug ist. Ja? Also keine Anspruchsgrundlage. Das sieht man auch aus dem Wortlaut. Da steht nicht drin, kann Schadensersatz verlangen und so weiter. Sondern in 286 steht drin, leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Steht nur drin, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind in 286 Absatz 1, dann ist die Rechtsfolge Schuldnerverzug. Was sich an diesen Status des Schuldnerverzugs dann anknüpft, ist wieder eine andere Frage. Ja, das heißt, Schadenersatzanspruch, Anspruchsgrundlage 281.2 knüpft sich an diesen Schuldnerverzug. Klar, Schadensersatzanspruch haben wir als Rechtsfolge, aber auch nur, wenn die zusätzlichen Voraussetzungen 281.2 kommen. Darüber hinaus haben wir weitere Folgen des Verzugs, zum Beispiel eine unterschiedliche Verantwortlichkeit des Schuldners während des Verzugs. Also der muss mehr haften, wenn er sozusagen seine Leistung nicht ordnungsgemäß erbringt. Schauen Sie mal rein, den 287 steht drin, der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, also für etwas, was er gar nicht zu vertreten hat, für den zufälligen Untergang einer Sache. Stellen Sie sich vor, wir schließen mal einen Vertrag. Ich verkaufe Ihnen, was verkaufe ich Ihnen? Das schöne MacBook hier. Ja, Sie wollen es haben? Okay. Wir vereinbaren einen fixen Termin, wann ich es liefern soll. Zu dem Termin komme ich nicht. Was mache ich? Ich sitze zum vereinbarten Termin irgendwo draußen in der Sonne. Das Mikrofon, das MacBook liegt auf dem Tisch. Das Mikrofon gibt den Geist auf. Also, das MacBook liegt auf dem Tisch unter freiem Himmel in der Sonne und plötzlich passiert es. Ja, plötzlich passiert es, ein Wolkenbruch. Regen, zack. MacBook kaputt und nicht wasserdicht. So, und jetzt kann ich nicht mehr liefern. Und jetzt ist die Frage, so ein Blitzregen, den man nicht vorhersehen kann, ja, nehmen wir mal so. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt Schadensersatz leisten? Wegen Verzögerung der Leistung. Könnte man auch sagen, ja, wahrscheinlich schon, ja, weil die Leistung ist ja zu spät. Ja. Hafte ich jetzt dafür? Naja, nach den normalen Regeln, nachträgliche Unmöglichkeit, 280, 1, 3, 2, 83, doch nur, wenn ich die Unmöglichkeit zu vertreten habe. Habe ich nicht die Unmöglichkeit zu vertreten? Ich sitze in der Sonne.
Schwarzer eigentlich habe ich das damit zu vertreten, dass plötzlich ein Regenguss kommt, auf höhere Gewalt oder Gewitter oder Unwetter. Ja, aber Zufall, selbst wenn ich nicht vorsätzlich und fahrlässig handle, vorsätzlich oder fahrlässig, sagt uns der 287 Satz 2 auch für Zufall. Also für vom Schuldner unbeeinflusste Umstände muss der Schuldner erfahren. Das heißt, während des Schuldnerverzugs ist es tatsächlich so, dass der Schuldner auch für den zufälligen Untergang der Sache. Also auch wenn er eine Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Also es ist eine erweiterte Haftung im Verzug. Darüber hinaus weitere Folge im Schuldrecht, die Verzinsung von Geldforderungen. Schauen Sie mal in den 288 rein. Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszins beträgt für das Jahr 5 Prozentpunkte über den Basiszinssatz. Schon nicht schlecht, so eine Verzinsung, oder? Basiszinssatz, wissen wir ja. Und dann 5 Prozentpunkte noch oben drauf. Also eine ziemlich lukrative Anlageform, der Schuldnerverzug, also für den Gläubiger. Der kriegt nämlich, wenn er eine Geldschuld hat, also wenn der Schuldner beispielsweise eine Zahlung nicht erbringt und dann ein Verzug kommt, ist der Verzugszins. Während der Verzugszeit muss der Schuldner nochmal mehr zahlen, Verzugszinsen zahlen. Und die sind ganz erheblich, 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Das heißt, das ist ein sehr intensives Mittel, um den Schuldner tatsächlich zur rechtzeitigen Zahlung zu bewegen. Deswegen ist der Verzugszins so hoch. Also Verzugszinsen werden verlangt. Verschärfte Haftung haben wir schon angesprochen. Vertragsstrafverwirkung wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Es gibt auch noch in anderen Bereichen Wirkungen des Schuldnerverzugs. Wir wollen jetzt nicht auf alle eingehen aus Zeitgründen. Wichtiger vielleicht für Sie auch noch, für diejenigen, die zumindest Mieterin oder Mieter sind, wenn Sie mit der Mietzahlung in Verzug kommen, hat das unter Umständen auch Auswirkungen auf Kündigungsgründe. Ja? Das Mietrecht ist zwar ein soziales Mietrecht, das heißt, es schützt in der Regel den kleinen Mieter. Also typisiert ist der Mieter immer klein, der Vermieter groß. Ja, also vor Augen hat der Gesetzgeber immer den kleinen armen Mann, der großen Heuschrecke, wo wir ja gegenüberstehen, so nach dem Motto, also dieser Wohnungsbauagentur. Ja. Kann natürlich auch mal andersrum sein. Ja. Wenn irgendwie der kleine Häuslerbauer eine Einliegerwohnung hat und da die Einliegerwohnung vermietet, dann ist er vielleicht der Kleine, wenn da irgendwie der reiche, was weiß ich, Investmentbanker drin wohnt. Ja. Dann ist er der Kleine. Oder ein Unternehmen sich einmietet in irgendeinen Gewerberaum. Also Wohnrecht ist eigentlich soziales Mietrecht und schützt den Mieter. Deswegen führt der Schuldnerverzug nicht sofort zu einem Kündigungsgrund, sondern nur in gewissen Situationen. Das ist geregelt in 543 Absatz 2 Nummer 3a. Da gibt es gewisse Voraussetzungen, besondere Voraussetzungen, wenn Schuldnerverzug vorliegt. Also wir machen das Punkt. Sie dürfen schon reinkommen. Sie machen ja auch bei Ahren zu sehen. Der knüpft gleich an. Aber, ja, also Auswirkungen haben wir des Verzugs in verschiedenen Bereichen und vor allen Dingen wichtig eben für uns der Verzugsschadensersatz. Und den schauen wir uns jetzt heute nicht mehr komplett an. Das machen wir dann morgen weiter. Dann lassen wir sozusagen heute mal auch 5 Grad sein, gehen ein bisschen höher. Da sind die Kollegen von Rundkurs, Parallelkurs hier rein. Okay, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder hier in dem Raum, 8:30 Uhr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.